Ja, also mein Name ist Jens Beschel, bin 36 Jahre alt, gebürtig aus Duisburg. Und wir haben hier heute eine Aktion gestartet, erst am Hauptbahnhof gegen Rheinmetall. Die Aktion richtet sich gegen die Rüstungsexporte und die Rüstungsexportpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben mit einer Auftaktkundgebung am Hauptbahnhof begonnen, von anderthalb Stunden, mit einigen Rednern, die auch relativ bekannt sind, wie zum Beispiel Rainer Braun, der Vorsitzender vom Verband IALANA, also gegen Atomwaffen, ist. Und Ziel dieser Aktion ist es, die Diskussion über Rüstungsexporte wieder verstärkt in die Öffentlichkeit zu tragen und ein Rüstungsexportverbot zu erwirken, was dann auch grundgesetzlich aufgenommen wird. Also die Teilnehmerzahl ist natürlich immer schwer zu schätzen. Ich denke, es werden so knappe 300 gewesen sein am Hauptbahnhof. Das verläuft sich ja immer ein wenig und ja, also es ist natürlich friedlich verlaufen, denn hier sind nur friedensbewegte Menschen, die ich hier sehe, die sich auch außerhalb solcher Aktionen jeden Montag auch für den Frieden einsetzen. In teilweise mittlerweile 120 Städten in Deutschland. Diese ganze Bewegung ist auch weltweit übergeschwappt. Also das heißt, wir haben auch Bewegungen in Kanada, in Österreich, in der Schweiz, teilweise sogar in New York vor der Federal Reserve, die auch erkannt hat, dass das Geldsystem und Kriege unmittelbar miteinander verbunden sind und dass sich hier was ändern muss. Ja, mein Name ist Woiner von der Band Bandbreite. Es ist mir ein großes Anliegen, heute in Krefeld zu sein, bei der Demonstration Stopp Rheinmetall, nie wieder Krieg von deutschem Boden. Weil die Firma Rheinmetall hier in Krefeld ansässig ist, mitten in einem Wohngebiet und Rüstungsgüter exportiert in alle Welt, die natürlich auch von Unrechtsregimen benutzt werden, um damit Aufstände niederzuschlagen und wie gesagt Panzerung liefert für tödliche Waffen. Und das ist eine Sache, die darf nicht sein und die darf nicht passieren, vor allem nicht aufgrund der deutschen Historie und unserer Verantwortung vor der Geschichte. Wann wird man je verstehen? Und seid ihr fähig, dieses Leid zu spüren? Hast du in deinem Leben jemals wen von den Toten aufgeweckt? Von den Toten aufgeweckt? Von den Toten aufgeweckt? Mir sitzt die Zunge viel zu locker. Du hast den Tod noch nie geschmeckt. Wann wird man je verstehen? Der Weg, Verrückte zu beseitigen. Für mich ist der Dreck, um Menschenwürde zu beleidigen. Für dich ist Krieg so eine von vielen Entscheidungen. Für mich der Grund für Genozid und für Vertreibungen. Für dich ist Krieg ein Abenteuer für Soldaten. Wie wenn sie heimkehren, mutieren zu Psychopathen. Für dich ist Krieg voll fantastischer Technik, die dafür sorgt, dass die Schädeldecke wegfliegt. Für dich ist Krieg nur eine Meldung in den Nachrichten. Doch nicht für die, die